Ist auch ein Blood Draw Kit, da kann ich aber nicht mitnehmen. Okay. Nee, ich bin voll. Mhm, ja, ich auch. André, hier sind noch Pillen drin. Ja, ich weiß, ja. Hier bei mir auch. Was soll ich, wie ich die nehmen soll? Ja, im Zweifelsfall müsst ihr gucken, ob ihr was, irgendwas scrappen könnt. Beispiel leere Dosen, Metallsachen und sowas. Ah, ein Blutpack, Bandagen, kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Ja, ich geh gucken. Ich komm gleich. Ich schmeiß immer alles auf den Boden, weil dann respawnen die Dinger wenigstens. Ich hab ja auch noch hier einiges. Okay, was davon sind jetzt die Vitamine? Ich hab nochmal zwei First Aid Kits gefunden. Die hab ich wohl. Scheiße, die sind schon voll, ey. Oh nein, hier ist heilendes Verbandzeug, verdammt. Ja, ich hol das gleich. Komm gleich zu dir hin, ich hab hier meine Reihen gleich durch. Alter, jede Menge Bier. Ja, kann ich auch gleich noch mitnehmen. Und Wasser. Da ist leer. Mit. Ist einfach mal eh gedrückt halten, weil die liegt mittlerweile alles auf dem Boden rum. Super Buff Arena. So. Ich habe einmal eh gedrückt und mal geguckt, was ich hier. Oh, hier ist noch ein Untouched. Hundefutter. Ja, lass du Hundefutter kannst liegen lassen. Ich brauche einen Boden schmeißen, damit es respawnt, wenn es irgendwo drin ist. Empty, alles empty, so. Gut. Fertig? Alles durch hier, oder? Ich hab wieder ein bisschen Platz. Ah, ich hab ja schon mal, guck ich auch schon, was ich alles so rausschmeißen kann. Na, leider kein First Aid Schematik, ne? So. Okay, kommst du? War jetzt noch ein Laden oder nicht? Ja, müssen wir gleich gucken. Ja, also Münzen müssen wir Scrap machen, ja, eigentlich richtig, ja. Ja, richtig. Das ist eigentlich richtig. Eigentlich. Weiß noch mal, wann gut die Tür auf ist. Wäre mich auch gewundert. Nee. No? Kein Bohrer? Nee, nix. Nur ein paar Federn. Super Powerful Raider. So, hier können wir noch weitergehen. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall noch weiter, ne? Ja, verschluckt hier. Ja, geht noch weiter. Das sind nicht eigentlich auch Geschäfte hier, die roten Dinger? Ja, aber nicht so in dem Sinne. Nicht so eine Poppenpilz oder Born Noble Läden und sowas. Hier ist alles, nur kein Werkzeugladen. Weißt du, der Lebensmittelladen ist noch übrig. Ja, da können wir ein andermal hingehen. Ja, bringt ja auch nichts, wir sind ja voll. Wollte ich gerade sagen, lass uns lieber gucken, ob wir ein Werkzeugladen. Eine große Doppelgarage hier oder was? Ah, das sieht so aus. Hier muss doch ein Bohrer drin sein, verdammt. Oh, 306 mal Benzin. Ui. Ja, ne, finde ich auch. Also, wer sich eine Doppelgarage leisten kann, der kann sich auch bestimmt einen Bohrer leisten. Ah, die Hütte ist auf jeden Fall groß. Ja, ne, die wäre was Schönes, ne? Aber dann spawnt hier ja nichts mehr. Nee. Deswegen, in der Stadt wohnen ist eigentlich relativ taktisch unklug. Boah, ist ein Hell hier. Boah. Alter. Ich geh wieder runter. Ja, schon Bohrer gefunden? Nein. Kettensäge? Nein, auch noch nicht. Bohrende Kettensäge? Ist noch ein Safe. Mein Safe ist da. Oh, tralala. Hier oben ist auch noch ein ganz Safe. Ganz Safe. Oh.
Kriegst du den alleine auf oder soll ich gleich mit hochkommen? Ich krieg den schon alleine auf, das dauert nur 6 Tage. Ja, richtig, genau, bei mir auch mit dem Kleinen. Hast du auch kein Reparaturding mit? Murky Water lasse ich hier. Damit sie respawnt. Da ist ja wieder ein schönes Jagdgewehr drin. Oh, Shotgun Shell Schematik. War auch schon mal gut. Shotgun Shell Schematik. Naja, immerhin. Ja. Die sind das die roten oder die? Die roten. Was? Die anderen sind jetzt die Slug. Slug-Dinger. Oh, André, ich habe noch einen Mining Helm gefunden. Sehr schön. Jetzt weißt du, wo du bist. Oben. So, immer noch. Ihr habt jetzt offen, da war aber nichts Ordentliches drin. Achso. Von alles auf den Boden geschmissen. So ein paar epische Waffenteile gewesen wäre, hätte ich sie ja mitgenommen. André, ich habe das Beste, jetzt das Beste für uns gefunden. Was, was, was? Armbrustschematik. Alter, endlich. Ah, cool. Und Hunting Knife Book. Also haben wir hier, glaube ich, auch fast alles durch. Sache, in die Häuser gucken ist manchmal gar nicht so übel. Nee. Aber wir können ja wieder rausgehen auf die Straße gleich, denn mein Inventar ist so gut wie voll. Mein Inventar ist voll. War schon geil, wenn ich rausschmeißen soll. André, oben links. In den, da, in den Kabinett, da habe ich jetzt nochmal Bücher reingeschmissen, ne? Kaffee, Kaffee. Weißt du, alles nimmt er mit, ne? Aber nur den Kaffee nicht. Wer? Kay. Ja, der hat hier noch einiges drin gelassen. Lammration, die habe ich gerade erstmal genommen. Ich bin voll. Ja, dann scrap was, schmeiß was weg, aber Kaffee ist wichtig. Ich hab nichts mehr zu scrappen. André, warte. Die Dosen hab ich auch schon in der Tasche. Hier, ich tu dir hier den Kühlschrank nochmal, den Mining Helm rein. Kannst du dir auch noch rausnehmen. Super Powerful Raider. So, und dann lass uns zumindest noch einmal durch die Stadt erkunden, gucken, ob wir einen Werkzeugladen oder irgendeinen Laden finden. Ist alles zu. Ja. Nee, da kommst du auch nicht raus, das ist ein Zaun, denk dran. Der ist aber offen, der Zaun. Okay. Und hier können wir mit Pool wohnen. Ja. Ja. Dann können wir uns den Laden nämlich zumindest cagen, weißt du? Dann können wir uns den wenigstens markieren. So. Dann gehen wir nämlich hier links. Oh, da ist mal ein Zombie. Gefahr. Echt, was zu mir entdeckt? Das war jetzt total gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, warum hier so wenig los ist. Das ist schon mittlere Spawnrate. Du sagst, du sollst auf volle Pulle stellen. Ah, mach ich auch das nächste Mal. Da ist eine Batterie drin, aber die kann ich nicht mitnehmen. Ja, die ist doof, die lassen wir, die geht schnell kaputt. Ja, dann schmeiß ich einfach auf den Boden. Hab ich. Super Powerful Raider. Wo ist denn jetzt hier die Mist? Hier ist Wüste, oder meine ich das nur? Ja, kann sogar Wüste sein, ich weiß es nicht. Hier nochmal gucken, hier ist noch ein Haus. Die Stadt ist aber doch schon relativ groß, ne? Ja, müssen wir eigentlich alles durchgehen. Ja, das kriegen wir hier könnte irgendwo ein Bohrer liegen oder eine Kettensäge. Oder eine kettensägende Bohrer. Wenn dann nur die Teile. Ist mir auch egal. Wenn es alle Teile sind, ich kann beides jetzt herstellen. Ja, ich auch, glaube ich.
Aber schön wäre auch eine Wrench oder eine Nagelpistole, ne? Ja, ah, wäre das schön. Oh, hier ist Scrap Cable drin. Mitnehmen. Zwei Stück. Ja, hier. Mach dir selber irgendwie Platz. Bevor wir davon nachher nichts finden. Oh, eine Wrench! Oh, cool. André hat eine Wrench. Ich hab eine Wrench. Besser hat eine Wrench. Da sind nicht du da nochmal Leatherbooks Schematics in den. Kenn ich schon. Was André, du? Guck mal. Was hier für ein See, Teich ist an der Stadt, Alter. Das ist, was, kein, suchen, ist kein See, das ist eine Grenze ans Meer. Alter, die suchen die auf den ganzen anderen Spielstätten suchen wir Wasser wie bekloppt, weißt du? Ehrlich. Egal, wir gehen weiter. Up the Ranch, up the Ranch, up the Ranch. Ist sogar orange. Oh, orange. Also 114, also so ein bisschen besser als grau. Ja, da muss. Wenn du Scavenging hoch hast und Quality Joe hoch hast, kannst du dann aus Fahrzeugen, die komplett heil sind, dann sogar Motoren rauskriegen. Gunpowder. Also kein Platz für. Muss ja am Boden schmeißen. Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Wie gesagt, ich will jetzt nur mal durchgehen, gucken, ob wir hier irgendwie Werkzeugladen finden, Waffenladen finden. Das wäre noch brauchbar. Da könnten wir uns die Dinger nämlich markieren. Oder eine Tankstelle. Oh, hier ist Moldy Bread drin. Ja, das brauche ich mit und lass den Kleber hier liegen, scheiß auf Kleber. Ja, die Kleber, die brauchst du nicht. Das stimmt. Doch für Reparaturzeug später. Oh, André. Da kommen Zombies. 1, 2, 3, 4. Ach, erzähl nicht. Ich sehe doch keinen. Hier sind 4 Stück. Oh, eine Horde. Wer hat eine Pistole gefunden? Okay, wahrscheinlich. Verballert die gute Munition für einen Zombie. Danke. Ach, sie brauchen ja gar nicht, die spawnen ja sowieso. Noch ein Krieger. Wo ist denn noch einer? Oh, hier ist Tierfett drin. Ja, Tierfett ist egal. Ah, ist die Casino-Torungs, ey. Ja, ich geh erstmal nochmal. Da vorne steht noch Autos. Wir hier jetzt wieder zurückgehen. Ja, einen großen Teil der Stadt haben wir auch noch nie erkundet hier, also könnte wirklich. Ja, aber ich glaube nicht, dass da nicht. Weiß man nicht. Da sind nur noch Häuser. Jetzt über eine Straße weiterlaufen. Nee, hier ist nix. Schade, schade, schade. Na gut, dann haben wir gerade weitestgehend aufgedeckt. Die Stadt. Naja, gut, hat sich ja auch schon mal ein bisschen gelohnt, ne? Ein Lebensmittelladen ist ja halt noch, ne? Fürs nächste Mal. Ja, richtig, genau. Lebensmittelladen ist ja noch. Stimmt. Vielleicht haben wir Glück und wir finden nochmal so eine Ansammlung von 3 Geschäften irgendwo. Ja. Oder 2 Geschäften und der Tankstelle. Ja, das ist auch gut. Irgendwas auf jeden Fall. Also langsam Richtung zurück und erstmal entladen. Ja. Bringt ja nichts, wenn wir voll sind. Ja, ich habe eine epische Wundenklapp gefunden. Das ist so ein auch gut. Cheater. Ich cheate nicht. Nennt sich Glück. Konsole aufmachen und Befehle eingeben, nennt sich also Glück.
Ja, ist klar. Als wenn ich die Befehle jetzt genau auswendig kenne, dann müsste ich erstmal eine halbe Stunde lang nachsuchen. Oh nein. Was denn? Zombie? Ja. Ist doch irgendwie zu warm. Warum denn jetzt? Ich hab doch gar nichts mehr an. Wie soll mir da zu warm werden, Mann? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Also die Temperatur steigt und steigt und steigt. Wie weit soll ich mich denn noch ausziehen? Lass uns einmal zur Hütte. Ja, weiß ja nicht, warum die so warm wird. Keine Ahnung. Jetzt wird mir wieder kälter. Alter, die Autos sind alle leer. Ja, hab ich auch schon festgestellt. Also findest du jetzt meine Stadt bei dir in der Umgebung? Weißt du, nicht mal einen Werkzeugladen haben die. Hm. Was ist das denn für eine Stadt, wo man nicht mal Werkzeuge kaufen kann? Ja, wir haben keinen gemacht. Aber in der Base haben wir noch roten Tee. Ja, das stimmt. Na, erstmal Bier reingezogen. Jupp. Hast du kein Bier? Jetzt ist hier überall Kohle, wo ich keinen Platz habe, ne? Ja, das denke ich mir auch gerade. Überall Kohle. Naja, wenn wir Kohle brauchen, dann muss ich Kohle. Kohle. Muss ja Gronkh anrufen und fragen, wo der die Kohle versteckt hat. Ja. Wo ist die Kohle? Der sagt auch im Schacht 48 ganz links. Ja, genau. Ja, der hat sich so einen Raum mal voll mit Kohle gestellt. In Minecraft. Echt? Ja, weil er nur Kohle gefunden hat auf seiner Map. Auch gut. Er ist voll mit Kohleblöcken gemacht. Ah, vielleicht rief er ja ein bisschen ins Wasser zu tunkeln. Sind wir gleich da? Ich weiß nicht, ich hoffe es. Sind wir gleich da? Ich hoffe es. Wo ist denn Decay? Achso, der kommt schon. Es wird da dunkel. Na, da dauert ja noch. Mensch, da hast du noch Zeit. Da können wir noch einen Handstand machen. Kann ich gerade sagen, wir können ja noch bald bis zur 0-0-Stadt rennen. Wir können eine Villa bauen, die wieder abreißen und nochmal neu bauen. Ja, das ist ungefähr. Ah, ich sehe unser Häuschen schon. Du siehst unser Häuschen schon. Das ist schön. Schön, wenn man wieder zu Hause ist, ne? Das zeige ich dir. Oh, unsere Pflanzen sind fertig. Das ist richtig schön, wenn man nach Hause kommt und die Pflanzen sind gewachsen. Oh ja. Oh cool, sind fertig. Bin ja gleich am Ende. Geh durch. Super Power Raider. Jetzt kann ich erstmal gleich das Fleisch kochen. Ja, ich tue auch erstmal alles, was ich an Nahrungsmitteln habe, rein in den Kühlschrank. Nahrung, 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 leere Gläser. Ist Boiled Meat denn besser als Shoveled Meat? Das weiß ich nicht, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Kaffee. Ich will gleich mal beides einmal machen und dann gucken. Ja. Da musst du gucken. Ich müll jetzt erstmal alles in meine Müllkiste. Ja, mach das. Ich sortiere und fange langsam aber. Warum tut man die Jacke in die Heilkiste rein? Na, weil es eine warme Jacke ist. Ja. Die Schürze lege ich da auch erstmal rein, ja. Wenn ihr nach Möglichkeit die nicht einfach sonst wohin tut. Nee. Solange wir nicht auf Tour gehen, brauche ich die nicht. Nochmal eine Kerze, ich habe nochmal jetzt wieder Bandagen, eine Ranch, endlich eine Ranch. Das kommt auch im Kühlschrank. So viel ist das ja rein, man passt ja nicht so viel rein ins Inventar. Ne, wir haben doch keinen Eistee mehr fertig. Ne? Ne. So, was hast du da? Das kommt raus, 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 raus,
Das kann raus. Ja, eins ist das Gute an dem anderen ist, der verbraucht kein Hydration, ansonsten ist da kein Unterschied. Ja, das ist doch schon mal auch gut, wenn man kein Hydration hat. Ja, aber dafür brauchst du natürlich dann auch ein Wasser dazu, ne? Ja, okay. Das ist natürlich. Das ist natürlich ein Glas auch dann weg. Ja, ob du andere. Ja, wollte ich gerade sagen, ob du dann nämlich nun. A oder B machst, ist ja egal. Richtig. Muss ich die Schematik jetzt dann lesen oder was? Natürlich. Ja, die Schematik musst du dann lesen. Das schon unterwegs machen können. Oh ja, den Kaffee müssen wir dann gleich anpflanzen. Da kann noch einer. Ich geh nochmal eben Wasser holen. Achso, das ist ja, Chris sagt auch das. Was ist mit. Da ist halt mehr Wasser drin, ja, ne? Deswegen Wasser, ja. Kein Hydration-Verlust. Aber dafür kostet es eine Glasflasche. Ja, richtig. Wenn gut Glas mache, ist es nicht wirklich schwer. Ein bisschen Sand im Ofen, Clay dabei und fertig. Ja, aber trotzdem, ne? Mach mal die Ammo-Kiste auf. Na, da wird wieder Kisten gebaut und nicht aufgemacht. Die Bullet-Tipps und sowas, die kannst du da auch reintun in die Ammo-Kiste, ne? Was? Der kommt in die Ammo-Kiste nicht ran, hat er gesagt. Oh, hab ich doch gerade aufgemacht. Der Karabas. Was ist denn hier los hier? Nicht oben. Da oben drauf, bitte. Danke. Die Kaffee mit Kaffee brauchen wir mehr Platz, wa? Nee. Ja, da müssen wir noch die Ho. Nee, nee, passt. Ich habe vier Dinger gesetzt noch. Lass mal. Okay. Muss noch irgendwann mal so ein schönes Feld bauen, so wie es mit Zaun drum und so. Ja. Muss ich ja noch die Zombies durch unser Essen watschen. Ja, das ist sehr unappetitlich, will ich mal sagen, ne? Vor allem so auf Dauer, ne? Ja, das stimmt, auf Dauer ist es sehr unappetitlich. So. Wieder ein bisschen farmen oder so, ja. Jetzt ist das alles so ein bisschen sortiert. Ein bisschen mehr Gras wegschlagen hier. Eine Sense wäre gut, die ein größeres Feld, aber einmal wegholz. Ja, das stimmt, das war gut. Da kommt jetzt auch kein Turm mehr. Müsste eigentlich nur alles da sein. Oh, der Ton ist weg. Hallo, hallo, der Ton ist weg. Hallo, hallo. Der Ton kann doch gar nicht weg sein. Gesagt, ist der Ton weg. Und wie ist der Ton auch noch da, wenn ich näher mache?
So, Bücher. Hatte Kay nicht noch Bücher gefunden? Nee, Kay hatte keine Bücher mehr gefunden, ne? Nö, nur dass das Sniper war. Kay ist wieder da, alles klar. Das wollte ich schon sagen. Wenn Probleme sind, ruhig Bescheid sagen, dann kann ich den Stream neu starten zur Not. Ja, richtig. Ja, soll ja kein. Kann immer wieder mal vorkommen, dass was ausfällt. So. Nochmal ein bisschen Holz sammeln? Ja, ne? Natürlich. Zeit nutzen, bevor wieder dunkel wird. Ja, richtig. Dann müssen wir unsere Mine Holz, in der Garage klar. Noch anfangen oder wollen wir einfach in so eine Höhle springen? Nee, das können wir in der Garage machen, aber das können wir dann am nächsten Tag machen. Oder in der Nacht halt. Je nachdem, ja gut, obwohl die Zombies. So, nochmal Clay nochmal ein bisschen sammeln. Schon wieder. Clay. Clay. War nicht hier, ne? Alter, du buddelst doch jetzt nicht hier Löcher. Alter, lass mich doch hier ein Loch buddeln. Nein, wir wohnen hier. Dann füllt er wenigstens Erde von irgendwo rein. Das wird die Latrine. Ja, dann fülle ich da, wenn ich da ein bisschen Clay abgesammelt habe, fülle ich da Erde rein. Kann man ja mit Erde wieder alles aufstocken. Hier 3 Meter weit, da er überall leben. Oh, er muss vor der Hütte abbauen. Ja, natürlich. Volle Sau. Doch gerade der Richtige, der nicht mehr sortieren will. Faul, ja, gut, ja. Ja. Hä? Dann bist du faule Sau extra plus. Ja, ist klar. Es tut mir leid. Aber André, hat mir nicht eigentlich noch irgendwo Leder? Also ich habe gerade noch Leder gefunden und reingeräumt in die Hütte. Okay. Guck mal in die Müllkiste. Ja, das mach ich. Da ist Zeit drin, da musst du dann Leder halt draus machen. Ja, eins habe ich gesehen in der Kiste. Ich weiß gar nicht. Du vorhin einen Bär getötet, da müsste mehr drin sein. Ja, aber Leder, wir haben ja noch nicht das Lederbuch. Das stimmt. Ein Leder habe ich aber noch. Warum? Also ein Leder habe ich vorhin auf jeden Fall auch gefunden. Falls ich es nicht weggeschmissen habe in der Stadt. Oh, nee, reicht schon, André. Reicht schon. Das reicht schon. Wir müssen jetzt Federn suchen. Ganz viele Federn. Hab ich ja vorhin auch. Ja, ich hab die jetzt fälschlicherweise. Hast du jetzt nicht Pfeile draus gemacht, oder? Hab ich ein paar Pfeile draus gemacht. Alter, ich hab noch 196 Pfeile. Ich hab doch gar keine verbraucht. Ja, ich weiß. Du bist so ein Idiot manchmal, ne? Lass doch einfach die Finger von den Sachen. Also 75 Federn habe ich noch hier. Er kann ja, dann gib die mal her. Bitte. Er kann doch auch keine Pfeile verbraucht haben. Er ist ja nur mit dem Hammer rumgelaufen. Ich weiß. Alter, manchmal, ne, möchte man dich nehmen und ganz da Ohrfeigen. Ich glaub, weiß. Wir bauen gleich die Kisten alle ab. Kay setzt sie neu und macht einen Pin rein und du bekommst nur die Sachen. Baum ist auf mir gelandet. Oh. Wollen wir mal gucken in der Spielerliste? Ah, ich dachte, er wäre in die andere Richtung gefallen. Wollen wir mal gucken? Lugos 0, K2, okay. Servo 1. Ich denke, dann auch. Alter, so ein blöder Baum. Also ganz klar, David ist schuld. Ja. Der hat den Baum in meine Richtung geschubst. Hier in der linken Kiste. Alles klar. Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Hier ist mein Rucksack. Naja, war ja nicht viel. Oh, 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 das war wieder der typische David, den ich hier gerissen habe. Alter. Jetzt mache ich dir schon Konkurrenz, tut mir leid. Merkt das schon. Das heißt, meine ganze gute Wellness wieder im Eimer. Ja, dafür hast du so viele Pillen geschluckt, ne? Ja, echt, dafür habe ich schon fast drogenabhängig geworden. Mann. Ah. Bist du noch draußen, André? Na klar, was soll ich denn drin? Ja, ich dachte, du willst hier vielleicht ein bisschen was abholen gleich. Bleib die ganze Nacht hier draußen. Ja, gut, mach das. Gut. Alles klar. Hol mir gleich eine Armbrust. Mein Gott, Alter. Wo willst du wissen, dass ich eine Armbrust machen möchte? Weil du die ganze Zeit eine Armbrust machen willst. Weißt du doch gar nicht. Ich will einen Bohrer machen, aber ihr gebt mir ja kein Bohrgestänge, keinen Motor. Ja, es tut mir leid. Gehäuse, damit ich mir einen Bohrer machen kann. Ich hätte ja einen Hubschrauber.
Du musst ja H2O spielen, dann kannst du ein Flugzeug fliegen. Brauchst nicht immer eins bauen, da stehen überall welche rum. Ich wollte gerade sagen, ich klaue aber nicht. Nee. Aber ich habe meine Hütte in H2O jetzt mittlerweile zugemacht. Wo ist meine Axt? Hier in der Waffenkiste. 102 auch noch, ist ja schon gecheatet. Ja, nee, habe ich hergestellt. Hast du auch Armbrustbolzen? Ich bin gerade am Produzieren. Ich kann dir welche, schon welche reinlegen, warte. Ja, schau mal. Ich leg dir da mal schon mal welche rein. Mal gucken. Ja, müsste. Ja, jetzt hast du die Hälfte und ich habe die Hälfte. So. Na, endlich mal wieder was Ordentliches. Das darf ich aber nicht mehr rausgehen. Ach, Katze, du hast Hunger, ne? Aha, Katze hat Hunger. Ja, ist gut. Was gibt's denn, Katze? Ach, Katze auf Toast. Oh ja. Gib Katze auf Toast heute. Ich wundere mich schon, wo der ist, aber wahrscheinlich hat er die ganze Zeit vom Futternapf gewartet, dass ich endlich komme und ihm fressen gehe. So ungefähr. Kann der keine SMS schreiben? Nee. Und das war ein bisschen viel, Katze, ne? Geil. Gibt nie zu viel. Ne Muschi, ja. Bei Davids reicht es halt nur für eine Katze, da kann ich auch nicht. Ja, mehr. Ja, bei mir reicht es leider nur für eine Katze. Leider ja, leider ja. So, jetzt ist Nacht. So, 22 Uhr. Und das jetzt, wo David ein Star ist. Ich bin ein Star? Wieso bin ich ein Star? Ja, weil ich hab dich bei Dings angemeldet. Ah, bei Deutschland sucht den Superstar. Dschungelcamp, ja, Dschungelcamp, das ist gut. Ich hab gesagt, du schluckst so gerne. Ach nee, ist noch nicht 23 Uhr, da will ich nicht sagen. Nee, da müssen wir noch warten. So. Die Bude dürfte jetzt komplett bebaut sein. Nee, die Küche noch nicht. Ich hör schon Zombies. Ja, ich hör auch welche. Hier hinter der Hütte. An der Küchenseite. Ja. Ich hoffe, Kay ist nicht draußen. Doch. Ich bin undetected. Kay ist draußen? Ja, Alter. Selber schuld. Geh vorne ran, Kay, nicht hinten durch die Küche. Geh auch nicht vorne rein, die wissen uns, wo wir wohnen. Das wissen die jetzt, glaube ich, auch. Nein, jetzt wissen die das noch nicht. Ich wollte doch nur noch den Baum fertig machen. Bis du gesagt hast, du hörst Zombies, war da nichts los. Ach, ich glaube, wir sind schon wieder alle tot. Darf ich mal aufmachen? Ja, kannst aufmachen. Mach mal auf, guck mal raus. Stacheln haben wir alles erledigt. Okay. Geh du doch mal raus. Nee. Geh mal raus. Ich war draußen. Hier, geh mal raus. Nee, du schließt nur hinter mir ab. Ich kenn dich. Ah, der ist schon gelockt. Ist das schon gelockt? Aber du hast mal gehört am Klicken. Mich verarschen hier. Nicht, wo ich dabei bin, nur. Wer hat mein Klo abgebaut? Ich nicht. Ich baue keine Klos ab, wo fremde Menschen drauf saßen. Im Zweifelsfall immer David fragen. Da kommen nochmal Zombies. So, den macht man. André, du hast noch mal was im Waffenschrank für dich. Toll, ne? Jetzt wird langsam die Leiste rund, André. Also langsam, ne? Es geht bergauf. Okay, kriegt auch gleich eine. Okay, für dich ist noch was im Waffenschrank.
denn hier so viele leere Gläser? Habt ihr mir nicht gerade gegeben? Ich hatte die, meine, die ich hatte im Kühlschrank gepackt. Als ich Wasser geholt habe. Oh, was haben wir denn da dran? Das Bike Club. Oh. Und Orange. Mehr kann ich leider noch nicht, höher kann ich leider noch nicht. Schicki, schicki. Ja, ne? Schicki, schicki. Hallo? Hallo, hier wohnen nur drei Idioten. Wollt ihr nicht rein? Nee, die wollen nicht. Die wollen wirklich nicht. Nee, die wollen nicht. Klingt, als wenn die Tür eintreten wollen. Nein, André ist dabei. Ist am Hammern. Oh, ich muss trinken. Essen bestimmt auch. Dann esse ich nochmal was. Ja, muss ich auch. Na klar. Jetzt habe ich aber auch Hunde gehört. Oh mein Gott, ich hab die abgebaut. Okay. Guckst du die ganze Zeit dabei im Kühlschrank? So. So, schön. So. Mein Leben ist wieder voll. Was macht ein Kay da? Was? Leder? Kay, was macht Kay da? Kay schläft ein, er guckt die ganze Zeit nach oben. Ich weiß nicht, was er macht. Er repariert die Decke. Toll. Ich kann ihn nicht verhauen, dann krieg ich eine Fehlermeldung. Dich kann ich verhauen, ihn nicht. Ich bin halt ein Übernoob. Bei mir ist der auch nicht, ne, in der Liste. Unter Player, da bin nur David und ich. Echt? Ne, der ist ja nicht drin. Du bist voll verpackt. Du bist verpackt, du bist ja nicht hier drin. Ja, ich sehe dich doch auch. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ja, dann muss es an mir liegen. Oh Mann, 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 Mann. Frau, 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 Frau. So, wo bauen wir uns denn hier in der Hütte oben was Schönes rein? Ja, da habe ich auch eben gerade geguckt. Dann gleich mal schauen. Aber die Nächte sind ganz schön langweilig. Auf jeden Fall für nächstes Mal ja, die Zombie-Spawn-Rate nochmal hochdrehen. Ja, lass uns mal oben gucken, André, wo wir da was Schickes bauen im. Ja. Im Bereich. Ich war gerade oben, aber da ist ja keiner gekommen. Ja, ich bin jetzt da. Ja. Vielleicht erstmal hier auf der Seite da aufklopfen. Ja, hier, ne? Hier auf der Seite. Ja, da, ja. Brauchst du drauf? Man arbeitet sich von unten nach oben, du fängst einfach in der Mitte an, ne? Ja. Natürlich. Seht ihr auch schon, die Dach kommt und nicht erst da oben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wird man sehen. Aber mein Werkzeug ist kaputt. Reparieren. Ah, oh, meins auch gleich. Nichts Gutes gefunden unterwegs. Nee, ne?
Das ist ja unten, heißt, der kann sich auch mal entscheiden, ne? Ja, jetzt ist man's kaputt. Ist kein Reparaturzeug dabei? Doch, hab ich. Ja, ich bin schon bei 26, können wir eine neue machen. Kann ich nachher nochmal machen. Stehst du überhaupt gar nicht? Alter, wie breit ist denn das Haus hier? Stehst du überhaupt nicht? Alter, wir haben bestimmt die dümmste Stelle ausgesucht. Das ist bestimmt das Vordach. Ja, ist das Vordach. Passen wir gar nicht beide rein. Was hab ich gesagt? Ist das Vordach an der Stelle? Ah, gut. Wenn nicht, ist auch egal. Ja. Lock weg hier schon mal. Er hat 500 Haltbarkeit, der kaputte Ding. Ja, das wundert mich auch gerade, das ist ganz schön. Sehen, ne? Und dann auch noch so ein Block, Alter. So. So können wir schon schön bequem nach oben gehen. Aber hier ist nichts. So, da haben wir gleich noch einen ganzen Tag Zeit, André, um hier was Schickes zu bauen dann, ne? Was wegen ein paar Zombies? Was, wo sind Zombies? Kommt auch keine Zombies. Muss auch keine Sorgen machen. Ne, das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, wie das aussieht, was wir hier vorhaben. Wollen wir das so lassen?